Ja, ich lade ja zurzeit ein in die Gemeinschaft Köln Süd oder Kommune Köln Süd, weil wir eben so sehen, dass eben die Situation der Menschheit so ist, dass die Vernunft fehlt, um überhaupt noch mal jemals zu einer politischen Lösung kommen zu können, so dass also die Glückszerstörung Jahr für Jahr wohl unendlich weiterlaufen wird. Im Moment ist leider keine andere wissenschaftliche Prognose möglich oder sinnvoll. Auf der anderen Seite will ich heute mal die Unvernunft aufzeigen, die ja gegeben ist dadurch, dass wir überall Sparten im Kapitalismus haben, die vorteilbringende Irrtümer oder parasitäre Meme raussprühen in die Gesellschaft. Das ist also die psychobiologische Analyse der Welt oder die psychobiologische Weltanalyse, die einzige realistische Analyse der Welt, also Sparten der Gesellschaft, in denen entstehen durch Mutationen im Gehirn. Es gibt ja Mutationen im Genom und im Gehirn. Und diese Mutationen im Gehirn, die mimetischen Mutationen, da entstehen eben auch manchmal Irrtümer, die paradoxerweise einer Sparte Profite bringen, auf Kosten des Restes der Welt, ja, sozusagen. Und solche Irrtümer, die Vorteile bringen, die neigt natürlich eine Sparte dazu, weiter zu verbreiten. Oder beziehungsweise in der Sparte sind natürlich die Personen die erfolgreichsten, die diesen Irrtum tragen. Und natürlich werden nach und nach alle diese erfolgreichsten Personen innerhalb der Sparte mit diesem Irrtum nachahmen, imitieren und so weiter und werden deswegen dann sozusagen diese Irrtümer alle versprühen und da eine Sparte aus vielen Personen, oft mit finanziellen Multiplikatorenmöglichkeiten ist, wird so ein richtiger Sprühnebel in die Welt rausgesandt und die anderen Menschen werden infiziert, werden zu Lobbyisten wider Willen und tragen diese vermeintlichen Wahrheiten, die ja von so vielen gesagt wurden und so weiter, selber weiter und infizieren dann andere, sodass dann irgendwann wirklich der Rest der Welt von diesen Irrtümern infiziert ist und das zerstört unser aller Leben, unser Glück, unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit, unseren Wohlstand und so weiter, sozusagen. Ja, oder begrenzt das Ganze drastischst. Ja? Und wir müssen uns klar sein, mit so irgendwelchen Irrtümern wird ja niemand geboren. Also niemand kommt ja auf die Welt als Baby und hat eine Weltverschlimmbesserungsillusion, ja, sondern das ist sozusagen, jemand wird irgendwie nach und nach alternativ, wird auf dem Wege dahin von unzähligen Sparten mit Irrtümern gefüttert, bis er dann ein Irrtumsweltbild und ein Verschlimmbesserungskonzept hat. Und sowas hatten wir letztens auch in einer Sendung gehabt. Und ich hatte ja versprochen, dass ich ein bisschen erläutern werde, wofür dieses Modell typisch ist, nämlich typisch dafür, ja, wie sehr viele Alternativkonzepte Verschlimmbesserungskonzepte sind. Ja? Und wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass also letztendlich
vorteilbringende Irrtümer für jede Sparte, zum Beispiel für die Pharmasparte, der Glaube daran, dass die Menschheit unmöglich überleben kann ohne Medikamente und Impfungen und so weiter. Das sind alles, könnten wir auch verstehen unter dem alten Begriff ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also es geht immer darum, auch fürs Arbeitsamt oder die Sozialsparten, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen quasi die Wirkung der vorteilbringenden Irrtümer sind, sodass dann mehr Kundschaft, mehr letztendlich mehr Kundschaft und damit mehr Personalbewilligungen stattfinden. Es kommt zu Personalaufstockung. Irgendjemand muss ja der Vorgesetzte von oder die Vorgesetzte von solchen aufgestockten Personal werden. Und so kommt es zu Karrieren innerhalb des Arbeitsamtes oder der Sozialbürokratien durch die Zunahme zum Beispiel von Arbeitslosen. Ich hatte noch vergessen zu sagen, dass ja hier unter der Sendung der Link zu unserer Anfangs-Homepage ist und dann geht es ja hier so mit der Anfangs-Homepage, da ist auch der Hinweis, die Einladung, sagen Sie uns, wo wir uns irren und so weiter und dann auch zu unserem Studium, Gesamtstudium. Also man kann beliebig viel die einzige realistische psychobiologische Weltanalyse oder evolutionspsychologische Weltanalyse studieren. Und ich plaudere jetzt einfach ein bisschen weiter hier, ne? So. Und ja, schau mal, so beim Plaudern, da läuft alles gut. Ja, dann haben wir müssen uns klar sein, dass wir unter den Sparten der Gesellschaft sehr viele dabei haben, die von der Zerstörung Deutschlands finanziell oder sonst wie profitieren. Ne? Zum Beispiel für die Sozialsparten und Arbeitsamtmitarbeiter ist die Produktion von armen Menschen oder das Hereinholen von armen Menschen aus aller Welt von großem Vorteil, ja, und so weiter. Und deswegen geschieht es eben auch. Ja. Und da hat er eben in einer der letzten Sendungen eine Dame sozusagen erzählt, sie hätte ohne Geld gelebt. Und das ist schon erstmal der erste Irrtum, auch die erste Selbsttäuschung, die damit verbunden ist. Sie kann ja nur in dem Eigentum anderer Menschen, zum Beispiel in den Wäldern und Wiesen anderer Menschen, unerlaubt gegessen haben und da wahrscheinlich mehr oder weniger große Schäden angerichtet hat, sozusagen. Und außerhalb der Wiesen und Wälder muss sie ja die Nahrung von anderen bekommen haben, die gearbeitet haben. Das heißt, sie war eine Sozialparasitin, eine Schmarotzerin, die das verklärt, als sie hätte heldenhaft ohne Geld gelebt. Also ja, der Punkt ist ja immer, wer hat gearbeitet, um die sonstige Nahrung herzustellen und in welchem Eigentum, Wald und Wiesen und so weiter, hat sie unerlaubt gegessen, ja, sozusagen. Dazu würde ich sagen, das ist kein Zukunftsmodell, dass wir daraus ein Staatsmodell machen können, dass jetzt alle anfangen, auf Kosten aller anderen zu schmarotzen, dann schmarotzen alle anderen am Ende von nichts, weil niemand mehr was tut. Also kann man sagen, solch ein verrücktes Staatsmodell, was da als Zukunftsmodell schon mal formuliert wurde, kann nicht funktionieren, ja. Das zeigt schon mal, dass die ersten Grundgedanken dieses Verschlimmbesserungskonzeptes eben das Ganze nur schlimmer machen würden. Aber da kann man wieder vermuten, dass
würde ja insgesamt, je mehr sich solche Ideen ausbreiten, die könnten also aus den Sozialsparten stammen, je mehr sich solche Ideen ausbreiten, desto mehr Arme dürfte es geben in der Welt und in Deutschland. Und die können dann wieder die Sparten, die Sozialsparten wieder sozusagen betreuen und dadurch wieder Vorteile daran gewinnen, sozusagen durch solch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Ja, und dann schlägt diese Dame ein aktives Grundeinkommen von 1200 Euro vor und eine Arbeitstätigkeit von nur, ich glaube, 1,5 Stunden täglich, 5 Tage die Woche oder so. Das wäre ein bisschen wenig, sogar in naturnäheren Völkern ist da eher eine Größenordnung von fast 3 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche, also das wäre circa 20 Stunden die Woche Arbeit und also auf jeden Fall sieben, also circa die Formel wahrscheinlich eher 7 mal fast 3 Stunden, ne? 2 Stunden 40 ist der genaue Wert, der da mal genannt wurde. Das wäre natürlich, aber die Frage ist, könnten wir mit 2 Stunden 40 verhindern, dass uns das gleiche Schicksal ereilt wie der Ukraine, die ja wegen schlechter Waffentechnik überhaupt angreifbar war durch Russland, ja? Und der Indianer und Indios und des Iraks und so weiter, die alle wegen schlechter Waffentechnik angreifbar waren. Sie wissen, mir schwebt ja eine reine Defensivrüstung aus Mini-Raketenschwärmen vor, die alles abfangen, was aufs Land zukommt, aber nicht angreifen können, auch schon, weil ihre Reichweite auch ins All und so weiter immer nur so weit reicht, wie es für die Abwehr nötig ist und für den Angriff aber nicht mehr geeignet ist, sozusagen. Das könnte auch noch mal einen entscheidenden Impuls zur weltweiten Abrüstung dann liefern. Und ja, und was hätte jetzt aber ein solches aktives Grundeinkommen von 1200 Euro zur Folge, wenn dadurch, oh Wunder und oh Götz Werner, alle Menschen jetzt plötzlich mehr arbeiten würden und fleißiger würden und aktiver würden, weil sie nicht mehr gegängelt werden, sondern jeder aufs Konto sein Grundeinkommen bekommt. Und das sowas müsste man ja in einer kleinen Region Deutschlands erstmal herausfinden und erproben. Dann wäre das sicherlich möglich, ja, wenn daraus plötzlich eine drastisch gesteigerte Arbeitsproduktivität resultieren würde. Wenn aber tatsächlich sozusagen durch die Arbeitsproduktivität sinken sollte, dann muss es ja von jemandem bezahlt werden. Das heißt, die Güter, die diese Leute für 1200 Euro im Monat bekommen, müssen ja von anderen erarbeitet werden, ne? Wenn dann viele sich doch sagen, sie legen sich lieber auf die faule Haut, und leben mit den 1200 Euro ganz gut, ja? Und dann führt das zu Steuererhöhungen auf Seiten der diskriminierten Minderheit, der Fähigeren, der Arbeitsplätzeschaffer, der Unternehmer und so weiter, der Eliten. Und dann kommt es zu einer Abwanderung derer, es sei denn, wir bauen um Deutschland eine Mauer und stecken die quasi in das Gefängnis Mauer, ja, wie in der DDR. Oder es kommt eben zu einer Abwanderung dieser Leute, weil diese Leute auch alle viel genug Geld haben, um ihre Betriebe zu verlagern nach Tschechien, Polen oder sonst wohin und sonst wie abzuwandern. Dadurch kommt es insgesamt zu einer Verarmung Deutschlands und wieder würden die Sozialstaaten wieder profitieren an der Zunahme
der Verarmung dann, wenn dieses bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel ja sowieso nicht mehr bezahlt werden kann, weil sie können ja keine Steuern erheben von Leuten, die abgewandert sind, ne? Und die Deutschland verlassen haben. Ja? Und ja, und dann sind wir dadurch natürlich dann auch militärisch so geschwächt, dass es sein kann, dass es uns geht wie der Ukraine, den Indios, den Indianern, dem Irak und so weiter. Denn viele haben ja so einen totalen Realitätsverlust, dass sie denken, dass sie sich nicht klar sind, dass lauter kapitalistische Staaten einfach nur darauf warten, dass sie irgendwo ein nicht mehr wehrfähiges Land haben, das sie einkassieren könnten. Und die Frage ist, wenn Deutschland so arm wird, wie lange die USA, Deutschland noch in der NATO dulden würden, wenn es keinen Beitrag mehr leisten kann, weil es so arm ist. Ja, ja, das sind so Dinge. Gut, also man kann dann nur hoffen, dass die NATO noch eine Zeit lang ihren Schutz gewähren würde, aber das ist nicht garantiert. Naja, auf jeden Fall gibt es wohl auch vertragliche Verpflichtungen gegenüber der NATO, bestimmte Wehrfähigkeiten aufrechterhalten zu müssen. Ne? Ja, und wie gesagt, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ich empfehle ja eher ein Mini-bedingungsloses Grundeinkommen, das ja auch, wenn es regional mal erprobt würde, die Wirkung haben müsste, dass die Leute sich entspannen, weil sie alles, was zum wirklichen Lebensminimum nötig ist, dann wirklich jeden Monat zum ersten auf dem Konto ist und damit eigentlich so etwas wie Genervtheit oder Stress oder Angst gar nicht keine Rolle mehr spielen kann. Ne? Ja, dann schlägt diese Dame vor, stellvertretend für tausend andere mit solchen Weltverschlimmbesserungsillusionen, ne? Schlägt sie auch vor, wie wir, dass es ein Recht auf Wohnen gebe. Aber sie neigt dazu, das Gehalt der Wohnungsbauer ihnen wegzunehmen. Also letztendlich wirkt das ja dann wie eine Art Enteignung, ne? Und dann haben wir das Schicksal der DDR und UdSSR wieder direkt vor uns, nämlich dass dann die Wohnsubstanz zerfällt, natürlich niemand mehr Wohnungen baut, vielleicht auch alle fähigen Wohnungsbauer und Renovierer Deutschland verlassen, weil sie ja quasi kein Geld mehr mit ihrem Beruf verdienen können, ja. Und denn es soll ja keine Miete mehr gezahlt werden müssen. Und ja, wie gesagt, das würde also da wieder Deutschland zerstören und wieder alles ärmer machen. Und die einzigen, die ich im Moment sehe, die davon profitieren, wären die Sozialsparten, sicherlich auch die Pharmasparten, die Gesundheitssparten, denn dann entstehen ja auch wieder sehr viele. Die Arme haben ja auch ganz typische Krankheiten, an denen natürlich dann auch noch ganz andere Industrien dann profitieren können. Ne? Und dann schlägt sie vor, dass der Zins abgeschafft werden muss und solle. Das führt dann zum nächsten Niedergang Deutschlands, denn dadurch können alle Innovatoren in Deutschland, die gute Innovationen bringen würden und erfolgreiche Unternehmen haben könnten, wären chancenlos, weil niemand ihnen mehr Kredit gibt, und niemand mehr in ihr Unternehmen investiert, denn er darf ja dann keine Zinsen bekommen oder darf ja nichts mehr dafür zurückbekommen, und so weiter. Und das heißt also, dass wenn jemand in zehn Innovationsunternehmen, Start-ups sozusagen,
jeweils 10.000 Euro investiert oder 1 Million investiert und ein Betrieb kann es nicht zurückzahlen, bedeutet also 1 Million Euro Verlust, dann muss das ja durch Gewinnbeteiligung und Zinsen und so weiter wenigstens so weit ausgeglichen werden, dass diese 1 Million von den 9 anderen wenigstens wieder mindestens reinkommt. Und da das so ein Manöver natürlich jemand nur macht, wenn er auch einen Gewinn dabei hat, dann muss es natürlich mehr als 1 Million sein, die dann zurückgeht. Also wir müssen ja immer mit dem Ausfall von ein bis einigen Startups rechnen, die eben es nicht schaffen. Ja. Ja, und dann sagt sie noch, diejenigen, die viel haben, sollen abgeben. Und darauf folgt, dass letztendlich mehr Kinder von Unfähigen entstehen. Ja, also noch einmal, wenn diejenigen, die viel haben, einfach viel abgeben sollen, dann sind wir wieder bei diesen drastischen Steuererhöhungen und dann haben wir wieder die Abwanderung der Fähigen, dann haben wir wieder die Produktion der Armen und dazu kommt dann noch, dass die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialstaaten und die Politik ja dazu angestiftet haben, dass es unterstützt wird, dass die Unfähigen viele Kinder bekommen. Größter Fehler, weil das Naturgesetz in der Naturleit lautet, nur die Fähigsten innerhalb einer Art sollen Kinder bekommen, sonst geht die Art grundsätzlich kaputt, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Ja. Ja, und dann, ja, so sieht man jetzt also, dass wir also das Phänomen haben, dass unsere Welt voll ist von Weltverschlimmbesserungsträumereien, die aus irgendwelchen Sparten stammen, die also auf der Gehirnwäsche und dem Sprühnebel von vorteilbringenden Irrtümern bestimmter Sparten bestehen und dann werden die Menschen zu Lobbyisten wider Willen und ja, leben mit solchen Rosinen im Kopf und überall diese Rosinen im Kopf erreichen die Politik. In der Politik kommt es immer mehr zu Fehlentscheidungen demzufolge und ein Land wird zerstört und die einzigen, die profitieren, sind die Sparten, die vom Niedergang eines Staates leben, die Sozialsparten, die Arbeitsamtmitarbeiter. Die Gesundheitssparten, Pharmasparten, wer auch immer von Armen profitiert und Geschäfte macht mit von ihnen. Ja, das als Lehrbeispiel sozusagen für die psychobiologische Weltanalyse und herzlich eingeladen zur Kommune Köln-Süd, wenn Sie diese Grundbegriffe verstehen und dann auch hier, wenn Sie sich hier einlesen, auf unserer Homepage, die direkt in der Infobox unter der Sendung verlinkt ist, dann sollten Sie einfach gerne sozusagen sich bei der Gemeinschaft Köln Süd melden, dem einzigen Versuch auf der Welt, eine super glückliche Insel des glücklichen, gesunden Lebens in einer kaputtgehenden Welt zu starten. Gebraucht wird, werden erstmal zwei, drei Frauen, die also als die matriarchale Gemeinschaft Köln Süd, die das Matriarchale sozusagen begründen hier und denn sozusagen Ladies first, auch bei in der Natur von uns Menschen, eigentlich sind menschliche Gemeinschaften frauenzentrierte, matriarchale Geschehen. Und deswegen werden erstmal ein bis mehr, drei Frauen gebraucht, die diese Gemeinschaft hochziehen wollen. Ja.
Ja, herzliche Einladung und ja, tschüssi, bis bald, würde ich sagen. Und ja, so viel für jetzt.